Herzlich willkommen in Geifergenusswurzler. Wir gehen rein in die Exotik-Expedition und Gott sei Dank darf ich jetzt im 10 starten, weil ich endlich diesen Panda 11 one-shotte, was mega nice ist, weil es einfach so viel Zeit spart. Ich mache eben mal kurz die Helden hier rein, Sekunde. So, dann können wir reingehen und Gas geben. Das Geile ist halt, weil es jetzt dann halt nicht mehr so viel Zeit von der Uhr nimmt immer, ne? Also mir spare ich mir bestimmt mal locker 15 Minuten oder 10 Minuten oder wie lange dauert Runde 9 immer? Keine Ahnung, Runde im See. Auf jeden Fall spare ich Zeit, das ist schon mal geil, das freut mich, weil immer Zeit das Streben ist bei mir. Ja. Okay, Guys. Weiter geht's auf jeden Fall. Das sieht hier richtig gut aus. Ich habe mein Energy Team schon ein bisschen gepimpt die ganze Zeit. Aber Jaina ist wieder tot. Das ist immer noch die RNG. Wir müssen das wieder machen. Weil sie läuft manchmal einfach ganz random zu weit nach vorne und kriegt irgendwelche Ghost Hits rein. Naja, das können wir irgendwie nicht unterbinden. Selbst mit Immortal 5 geht's nicht, Leute. Also selbst wenn ihr bei Aptoid reinballert und Immortal 5 Jaina macht, geht es nicht. Aber Leute, trotzdem, wenn ihr noch ein bisschen was investieren wollt in dem Spiel, denkt an Aptoid, ihr spart 25% auf jeden Einkauf, egal was ihr euch holt. Ich habe mal vorhin nochmal mit 7000 Astral-Coupons aufgerüstet und habe mir mal noch die Pässe und so gegönnt. Jetzt eine Weile auch nicht mehr, Weile auch ein bisschen sparsam gewesen, aber jetzt bin ich ein bisschen fluider wieder. Ja, alles dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung, mein Code, die Download-Links und ist relativ easy. Gestern war ja auch der Special Day, das habe ich dann ausgenutzt. Gestern gab es ja nochmal 10% extra Save. Da dachte ich, dann gehe ich auch mal rein wieder. Und wir gehen hier rein. Das ist schon mal sehr gut. Dann nehmen wir hier mein neues Panda-Team, was halt gut rasiert. Ah, ich muss, glaube ich, vorher noch meinen Gear umswitchen. Sekunde. So, hab die Gear ist jetzt angelegt. Dann können wir hier Panda schnell wegklatschen. Ich habe auch mein Energy Team noch mal ein bisschen improved. Mein Karol ist noch ein bisschen verbessert. Und wir schauen mal, wie das funktioniert. Ob wir dadurch jetzt halt auch bei 12.1 noch besser abschneiden können. Das wäre natürlich sehr geil. Mal gucken. Ich bin noch ein bisschen dabei, als nächstes möchte ich auf jeden Fall meinen Leo ein bisschen awaken. Er ist, glaube ich, erst awaken 2 oder so. Also mein Leo ist komplett trash. Da muss ich nochmal gucken, ob ich da ein bisschen nachziehe. Meint ihr, das macht Sinn? Gib mal Feedback. So, das haben wir. Dann gehen wir in die Vanguards rein. Wie gesagt, hier benutze ich ja noch Barok, weil mein Leo halt trash ist. Er ist nur Awaken 2. Aber das hier geht ja gut noch. Also bis jetzt hatte ich hier noch nicht die Probleme. Und bis wir bei 12.3 sind, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon diesmal hinkommen, aber es war noch ein bisschen in Ferne, deswegen ist auch noch nicht so der Druck wie Kirscher da gewesen. Abwarten. Aber so ein bisschen mehr enjoy ich mittlerweile die Exotik-Expedition, weil es halt, wie gesagt, jetzt nicht mehr bei 9 starten muss und das dadurch schon mal ein bisschen Zeit spart. Ich finde es in dem Modus ja eigentlich ganz cool, außer halt die, dass es wirklich viel Zeit immer in der Woche wegnimmt. Das ist zweimal die Woche und das war immer ungefähr knapp eine Stunde pro einmal machen bei mir. Das heißt 2 Stunden pro Woche. Das war schon ein bisschen happig. Mal gucken, wie wir jetzt mit der Zeit durchkommen. Ich hoffe einfach ein bisschen schneller. Kommt auch natürlich auf L4 an. L4 hat mir immer viel Zeit gekostet, vor allen Dingen. Aber da habe ich ja auch ein bisschen das Team hier optimiert. Ich hoffe, dass das auch ein bisschen besser geht. Mal schauen. Ich langsam, aber
nicht immer nach und nach verbessere ich halt die Stellschrauben so ein bisschen, ne? Ja, und das ist halt wild. Dann sind wir schon bei 11. So, hatte gestern eine kurze Pause gemacht. Wir gehen jetzt mal weiter rein. In 11 sind wir jetzt. Auf falsches Team. Not bad. Focus, focus. Ja, ich habe auf jeden Fall Energy Team jetzt. Cariolis habe ich ja gesagt, habe ich hochgemacht. Nochmal ein bisschen. Guck, ob der mehr Power jetzt hat. Mehr Wumms. Außerdem habe ich Rhyzerus auf A7 gemacht. Ich werde die auch noch mal im PvP gleich in Ruhe testen. Ich werde euch da auch ein PvP-Video zu machen. Dass ihr sehen könnt, was Rhyzerus abzieht. Also den werde ich mein Cariolis jetzt auch bald mal auf immer 5 machen, denke ich. Das sollte dann auch noch mal ein bisschen helfen. Oh nein, Jaina stirbt wieder randommäßig. Blöde Kiste. Oh, das ist so blöd, ey. Good old RNG. Ich muss überlegen, ob ich noch mal ein bisschen sammeln sollte hier für diesen Theon, aber ich bin, wie gesagt, nicht überzeugt. Bis jetzt konnte ich aber keiner überzeugen von Theon. Bei Cariolis ist das immer noch so, macht jetzt trotzdem nicht so viel Schaden. Wer ist hier nur anscheinend? Aber die anderen buttern hier ganz gut raus. Wir schießen das hier schon gut weg, so ist nicht. Geht schon gut was ab. Hier gucken wir uns mal unsere Rhyzerus A7 jetzt genau an, was sie hier so macht. Ich habe zweimal noch nicht das geilste Gear. Weil sie hat super schlechtes Gear, hier so B-Shit und so nur. Sekunde, ich muss meiner Rebecca wieder Gear geben. So, Rebecca hat Gear an, dann gucken wir uns das mal an jetzt hier wieder. Schaden A7. Ihr seht direkt, der Debuff ist drauf, der Curse von Rhyzerus. Mal 2, dadurch machen alle dann mehr Schaden auch, das ist schon geil. Ihr seht, wie Rebecca dadurch abrasiert hier, ne? Scheiß Schluck. Solche Kick so hart rein an hier. Mega belastend. Thank you.
Heute war auch wieder richtig beschissene Nacht, Alter. Wir haben eine Back-to-Back-Seuche. Der kurze schleppt alles an vom Kindergarten. Das ist, boah. Widerlich. Aber ihr seht das, wir rasieren den hier ganz gut weg. Kein Problem, mit den zu schaffen auf jeden Fall. Auf Full Auto, ne? No way. Ich könnte natürlich mit manuell noch ein bisschen mehr Schaden machen, aber whatever. Full Auto, rein in den Panda 11. So, hier kommen die Vangies. Bin gerade dabei, mein Leo endlich mal ein bisschen zu raken. Dann kann ich bald auch Leo als Verbarung nehmen. Leo ein bisschen besser ist halt, ne? Awaken, aber ich hatte den die ganze Zeit nicht awaken. Boah, das ist jetzt, glaube ich, awaken 4 bei mir langsam. Also langsam kommt da ein bisschen. Ah ja, das geht auch gut. Locke Flocker von der Hand. Perfekt. Ja, dann kommt jetzt mein Lieblingsboss L4. Mhm. Ah, mein Freund Asa. Der hatte hier ein tolles Erlebnis. In der letzten Sekunde wurde seine Pugel getötet. Der Boss ist gefallen. Chichi. Mensch, das passiert uns jetzt auch. Direkt Omega Madness. Nein, wir sind viel zu cool dafür, oder? Was ist passiert? Ich glaube, das passiert uns nicht. Komm schon. Ey, wenn wir den jetzt First Try hier schaffen, wäre ich super happy. Shit, hier schaffe ich nur diese First Try. Ich wäre super happy, also. Make it happen! Halt euch wieder hoch da hier. Muss den Kopf das. Sieht gut aus, außer der Damage ist irgendwie way low, Alter. Den Boss überhaupt tun? Ja, doch, ich komm nicht. Ich muss überleben jetzt hier. Was will man machen? Eine Million Mark Explode, nice. GG, first try. So wird das gemacht, Asa. So wird das gemacht, Bro. So, jetzt gehen wir hier rein bei 12 und gucken mal, ob mein Improvement bei den Energies hier was bringt. Schauen wir mal. Okay.
die RNG scheint bis jetzt okay zu sein. Ich hoffe mal, dass Jaina jetzt nicht wieder so deep reinrennt, dass sie wieder Schaden bekommt. Das sieht aber so aus. Da können wir gleich so restarten, wie es ausschaut. Boah, Coriolis ist einfach komplett gedamaged hier. Blöd. Da steht einfach mal Coriolis jetzt hier, der ist auch noch nicht gestorben. This game, bro. This game, bro. Wir hatten schon mal, dass Nord gestorben ist, aber nicht Coriolis. Ja, ich hitte wieder nicht alle, ey, das ist schon wieder eigentlich behindert. Ich muss die irgendwie noch mal ein bisschen zu ziehen, aber ich krieg die auch nicht gezogen irgendwie. Irgendwie sogar noch schlimmer jetzt. Ach, Gott, damn. God fucking damn it, Bro. Was ist das? Es steht doch da drinnen, Alter. Ich treffe ihn doch mit dem Visier. Es wird aber nicht am Fampu gemacht. What the fuck ist dieses Spiel? Alexe mich doch am Arsch. Fett, du. Aber ich mach so viel mehr Schaden, ne? Holy shit. Ein richtig guter AMG könnte das vielleicht sogar one-shotten, ne? Vielleicht nicht ganz one-shotten, aber fast. Mit richtig guter AMG? Komm mal, 10%? Könnte ich das one-shotten mit richtig guter AMG? 5%? Hä? Vielleicht kann ich es one-shotten mit guter RNG. Das war jetzt keine gute RNG, oder? Ich versuch's nochmal. Also 5%? Da ist was möglich, würde ich sagen, oder? Jetzt bin ich. Jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt will ich das nochmal ausprobieren nach unten. Ich konnte die ganze Zeit nicht alles hitten. Also 5% ist auf jeden Fall drin, haben wir gesehen. Der steht dir jetzt richtig scheiße hier. Der hätte es ja gar nicht. Walk up, Bro. Nein, Teak ist für den Arsch gerade. Ein Neustart. Das war für den Arsch. Wow. Dirty. Der du hast dirty hier.
in danger. Jetzt sind die wieder ganz komisch gezogen auf einmal. Scheiße. Sieht nicht so gut aus diesmal. Oder kommt da noch was? Ganz schlecht sieht's nicht aus. Aber ich glaube nicht, ob ich One-Shot schaffe. Ey, fuck. Nee, One-Shot schaffen wir nicht ganz, aber wir sind super close, ey. Bald. Leichte kleine Upgrades, ne? 4%, ey, holy shit. 2%! Leck mich am Arsch! Ganz ehrlich, kann ich vielleicht schaffen, wenn ich ein bisschen tryharder, bin ich ehrlich, Mann. Bin ich ehrlich, schade. Ein bisschen doof, hätte ich vielleicht tryharden sollen jetzt im Endeffekt. Ah, fuck. Bin ich ein bisschen mad. Egal, whatever. Nächstes Mal schaffen wir das vielleicht. Oder es dauert nicht mehr lange, dann schaffen wir es auf jeden Fall. Ach komm schon, ey, ich will jetzt nicht Barock hier umnutzen. Easy, scheiße, ey. Ich hätte bestimmt locker noch die 580. Ey, nächstes Mal tryhard ich. Das schaffe ich nächstes Mal. Hundertprozentig, ey. Komm, ey. Nächstes Mal one-shotten wir 12.1. Let's go, Alter, auf jeden Fall. Ärgert mich jetzt, dass ich wieder das nicht durchgezogen habe, ne? Ja. Tue ich hier noch Dominik rein? Ja. Also One Shot 12.1 safe possible und dann weiß ich nicht, was wir mit Panda hier machen haben. Dominik ist trash. Dann hole ich noch irgendwen anders rein hier, Team.
Arcadia. Ja, mir fehlt halt hier jetzt Purin, ne? Vielleicht muss ich noch einen anderen Deal mitnehmen, mal gucken. Hauptsache wir sterben nicht, dann nehme ich noch vielleicht was Rani mit oder mir andere. Gucken wir noch mal mit Masrani, ob da mehr geht. Ja, mit Niranda geht bestimmt mehr. Ja, aber krass, das ist geil, dass wir safe 12-1 one-shotten können. Es waren ja nur 500 Millionen, die wir hätten mehr machen müssen, Alter. Das ist halt gar nichts, ne? Bin ehrlich. This is halt gar nichts, dude. Das ist das Ziel. Nein, das haben wir nicht sterben, Bruder. Aber hier schießen auch schon 50%. Geile Kiste. Hätte ich hier Fiona dabei? Boah. Puri meine ich, dann wäre das richtig sexy. Ja, jetzt hauen wir noch irgendwas rein hier, ne? Ja, ich will noch was Rani ran. Rani, den holen wir gleich nochmal Rest oder so. Fuck it. Ah, ich hätte auch die Dingens ranholen können, ne? Die Summoner an für sich. Ah, ich bin so dumm, Alter. Natürlich hätte ich noch die Summoner auch ranholen können. Oh, die Summoner sind ja super gut hier. Und die brauchen ja gar keinen Support. Ah, ja, egal, whatever. Decisions, decisions, decisions. I don't give a damn. Fuck it. Das sind ja gar nicht so gut hier wie die Summoner. Aber den kriege ich auch, wenn wir, vor allen Dingen, wenn wir 12-1 one-shotten, dann picken wir den nächsten Mal hier auch weg, ne? Hol ich. Jetzt nicht, aber nächstes Mal kriege ich den, komm schon. Ich sehe es einfach vor meinen Augen. Ich sehe es vor meinen Augen, wie wir den zerlegen. Mann, das ist so nervig, man verschwindet doch einfach hier besser.
Sie hätte gerade auch Hacker dann nehmen sollen. Behinderung! Egal, fuck it, Alter. Ist mir egal, ob ich jetzt den diesmal schaffe oder nicht. Aber das war jetzt auch schon der. Behinderung. Diesmal schaffen wir den nicht. Aber bald! Ach, fuck it, ist egal. Ich will jetzt hier gar nichts mehr machen. Arsch hier. Arsch hier, lecken. Nächstes Mal bist du dran, mein Freund. Nächstes Mal bist du dran. That's all that matters. Ich lasse das jetzt so, ich habe gar keinen Bock mehr, noch was zu machen. Okay. Wir sind safe, easy, erster, es passt. Und beim nächsten Mal werde ich den hier one-shotten. Also da werde ich alles dran setzen. Auf geht's. Leute, geile Erkenntnis auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, haut ein Abo raus. Verpasst keins der weiteren Videos. Peace. Euer Resign 1.